Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Alles Reiter. Wir sind in Folge Nummer 54 von Astroneer. Wir wollten in die Forschung reingucken, was wir da denn als nächstes noch machen müssen. Nach dem Intro gucken wir uns das an. Bis gleich. So, was haben wir denn hier noch offen hier? Einebnungsblock könnte man sogar erforschen, hätten wir jetzt die Punkte für, aber interessiert mich, oder warte mal, was war der Einebnungsblock? Erzeugt Geländer, das sich am Voxelraster. Oh nee, das brauchen wir sogar wirklich, das ist richtig gut. Das sollten wir vielleicht mal nehmen, ne? Nochmal Kläppchen auf. Nicht Kläppchen wieder zu, erstmal Kläppchen auf. Knöpfchen drücken, aktualisiert, entsperrt 100 Schema im Katalog. 54 von 100, wunderbar. Ja, dann gehen wir weiter hier. Ich nehme mal die Tasten mit den Pfeilen hier bei mir auf der. Ne, WASD ist das tragbare Sauerstoffmacher. Nee, das ist jetzt mir nicht so interessant. Da ist nichts. Stopp, da ist was. Das ist ein kleines Solarmodul. Das haben wir aber eigentlich schon, ne? Und das ist das kleine Windturbine. Die brauche ich jetzt auch nicht dafür Punkte ausgeben. Wäre jetzt nicht so prickelnd. Schmale Anpassung, nö, will ich nicht. Ausrichtungsmodus, Geländewerk zur Erweiterung. Richtige Geländewerkzeuge an der Krümmung des Planeten aus, aktiviert durch Anschluss. Das hört sich auch gut an, das machen wir. Gut, was haben wir hier? Bohreranpassung Stufe 2. Okay. Das muss ich dann auch noch anbauen. Aber hört sich eigentlich so an, als ob man das brauchen könnte, ne? Ach so, das sind alles Sachen, die kosten uns zwar Geld, oder? Oh nee, die haben uns wirklich das gekostet. Das ist ja voll doof. Ich dachte, kostet. Ach so, das können wir uns jetzt nicht leisten mehr. Aber das war jetzt nicht so prickelnd vielleicht, aber ist halt so. Feuerwerk. Kleine Kamera. Holographische Figur. Geländeanalysator. Das wäre interessant. Auch Geländewerkzeug, okay. Sondenscanner. Feststoffsprungbooster, Hydrazin-Jetpack, Hoverboard. Nicht so jetzt. Was haben wir hier noch? Feldunterkunft. Ich dachte, die hätten wir schon. Autoarm. Ja, da haben wir einen Kanister für Flüssigkeit Erde, mittlerer Gaskanister. Energiesensor könnten wir sogar noch bauen. Aktivierungsobjekt. Aktiviert Zielobjekte basierend auf Änderungen der verfügbaren Ladung. Okay. Lagersensor. Batteriesensor. Aktiviert Zielobjekte auf Basis der Änderungen in Akkuladung. Okay. Tastenwiederholer. Das wäre alles dann Automatisierung. Verzögerungswiederholer. Zahlwiederholer. Okay. Netzschalter. Ist jetzt nicht das, was ich haben wollte. Mittelrose Windturbine. Na, die wäre ganz interessant. Batterien sind vielleicht auch nicht schlecht. Und RTG Stromgenerator Gegenstand. Für 12.500. Da kommen wir ja nie hin, ne? Plattform größeren. Hohe Plattform, unsere mittelgroße T-Plattform. Ja, ist jetzt nicht so spielentscheidend. Mittelgroßes Silo wäre schon interessant, kostet aber zu viel zur Zeit. Hohes Lager. Na, weiß ich nicht, wo wir das jetzt gerade brauchen. Mittelgroße Buggyhupe. Binde. Planierer. Grabungsgegenstand. Befestigung am Rover, um Straßen zu schaffen. Oh, das ist ja ein cooles Tool. Erdkanister zieht im aktiven Zustand an. Okay. Bohrstärke 2, Bohrstärke 3. Hydrazinschubdüse, ja klar. Kostet uns aber so viel. Bahnpfeiler, okay. Hohe Bahnpfeiler, Bahnkreuzungspaket, ja. Und Fehlersucher. Was haben wir denn hier noch? Ofen. Was ist das für ein Teil? Atmosphärenkondensator, okay. Großer Schredder. Großes Solarmodul.
Große Windturbine. Plattform. Große Plattform C. Okay. Großer Ressourcenkanister. Großes Lager. Großes Lager kostet 2000. Wir sind bei 1016. Großes aktiver Speicher. Buggy. Großer Roversitz. Mittelgroßer Rover. V-Toll. Das ist ein Flugzeug. Das ist cool bestimmt. Kran. Großes Nebelhorn. Lokomotive. Waggon. Okay. Und die Freizeitkugel. Die Freizeitkugel brauchte man doch hier irgendwo bei dem Teil, was wir hier in der Nähe haben, da, ne, oder? Sieht man jetzt hier nicht, ne? Nee. Ja. Gut. Haben wir auch. Und dann ist nur noch das hier, ne? Und da war die Unterkunft. Autoextraktor. Der wäre viel interessanter für alles, ne? Extra großer Schredder. Solarstromanlage. Windturbine XL. Da ist jetzt nichts. Großer Sensorring. Extra große Plattform. Okay, hier sind noch verschiedene Plattformen. Figurenplattform. Okay. Extra großes Lager. Großer Rover. Kleine Shuttle, mittlere Shuttle, große Shuttle. Und der Bahnhof. Okay. Also das, was mich jetzt am meisten ist, der Extraktor da. Aber 7500, ne? Das dauert noch ein bisschen. So, was haben wir jetzt hier drin? Sauerstofffilter. QTGR, das können wir auf einem anderen Planeten gebrauchen. Macht Sinn. Wir brauchen F. Wir haben viermal Darts in den Ort schießen, zu anderen Planeten schießen. Wir fliegen zu einem anderen Planeten, ne? Es ist nur die Frage, wohin, ne? Nach DeSolo halt nochmal, oder? So, und dann müssen wir gucken, wo wir da hin müssen. Oh, da ist so ein Ding, ne? Aber ich sehe jetzt nicht, wo wir waren. Doch, da. In die Bubble müssen wir also. Gut. Ja, und da ist alles, was wir brauchen. So. Ja, können wir schon mal verlassen, ne? Dann packen wir das mal hier aus, oder? Das Ding funktioniert tatsächlich hier so weiter. Okay. Aber das können wir gleich aufs Auto packen. Und den packen wir hier rein, weil wir hier Sauerstoff brauchen. Und dann ist die Verbindung wieder am Gebäude fertig. Was haben wir hier noch liegen? Ah, eine Feststoffschubdüse. Okay, passt. Dann da rein und schauen wir, dass wir da hochkommen, oder? Gut, ich sehe schon, am Fahrzeug vorne ist noch was dran. Da hatten wir das je was vergessen mitzunehmen. Okay, dann ist das halt so. Gehen wir runter. Bau den da dran. Dann haben wir hier erstmal so eine Energiequelle, oder? So. Der macht ja immer Strom, ne? Okay. So. Was liegt da noch? Noch ein mittelgroßes Lager. Achso, das sollen wir vielleicht erst entpacken, bevor wir es aufbauen, ne? Und einmal F, damit es platt wird, dann sieht es besser aus, oder? Aber vorne ist noch genug dran, das bedeutet, das können wir eigentlich hier lassen, oder? Jetzt brauchen wir nochmal zweimal Harz. Haben wir hier jetzt nicht, ne? Aber Harz war hier gleich um die Ecke. Was haben wir hier gebaut? Einen großen Drucker.
brauchen wir eine Plattform für. Die haben wir da hinten. Gut. Aluminium kann auch erstmal hier hin. Ich schmeiße das einfach hier erstmal auf die Erde und baue den Drucker da drauf. Das ist wichtig. So, was kann der große Drucker denn? Nix. Ah, jetzt wird er aktualisiert. Was passiert denn hier gerade? Achso, okay, ich dachte schon. Nochmal, kleines Shuttle. Nee, das brauchen wir gerade nicht. Nee, will ich auch nicht wiederholen. Kunststoff, Silikon. Aluminium. Es gibt nur die zwei Sachen, Unterkunft und... Na, okay. Das brauchen wir jetzt erstmal dann nicht. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Wo kriegen wir hier denn noch Harz weg? Da. Hier ist wohl nichts mehr, ne? Sieht ziemlich leer aus. Sauerstofflinie steht zwar noch, aber ich stelle sie mal besser hier hin, oder? Ja. Oh, da unten ist noch ganz viel, ne? Sind hier auch noch mehr? Ah, hier ist auch noch was drunter wohl. Er sagt, hier ist noch Harz. Dann wohl noch nicht. Komm, dann bauen wir das erstmal hier gerade noch ab, oder? Da ist das ganze Harz. Da ist das ganze Harz. Okay. Nein. Jetzt poltert da alles runter, so ein Shit. Das wäre jetzt richtig doof, ne? Jetzt bin ich in den Krater gefallen. Gut, jetzt kriegen wir erstmal Sauerstoff. Da unten ist erstmal noch das Harz. So, jetzt gehen wir erstmal hoch. Und dann packen wir das da erstmal rein, dass wir ein neues Lager bauen. So, Lager wird gebaut, das ist schon mal gut. Schmeißt das andere alles hier hin, brauchen wir gerade nicht, ne? Erde, Erde brauchen wir. Lager aufbauen. Erstmal hier alles dran machen, ne?
Probe kann da auch noch dran. So. Oder war noch was im Ruckwärts rauszunehmen? Ne, ich glaube nicht. Boost-Anpassung? Hm, ne, lassen wir mal. Gut. Der baut hier ganz gut ab. Was war denn die Aufgabe hier? Die Unterkunft, oder? Was wollen wir denn hier bauen? Da haben wir den großen Drucker gebaut, okay. Chemielabor. Forschungskammer wäre hier ganz interessant. Gemisch und ein Harz. Gemisch und ein Harz. Harz ist da. Aber Gemisch sehe ich jetzt gerade nicht, oder? Leider nicht. Gemisch war doch hier vorne gleich um die Ecke, oder? Schon alles gewesen angemischt? Sieht so aus, oder was? Nee. Oh. Hier ist irgendwie Biomasse nur, oder was? So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier noch mehr Gemisch rauskriegen. Oh, gibt kein Gemisch mehr hier, ne? Wird nie mehr angezeigt. Dann können wir wohl zurückgehen, oder? Okay. Da unten ist noch so eine Kapsel, ne? Exodynamische Forschungsunterstützung. Lage zum Verhalten interne Beziehungsvorrat auf. Hm. Sollten wir das mal gerade noch angucken? Eigentlich waren wir da unten schon eben, ne? Ui! Der hat mich so erwischt, der Himmelhund. Und das Ding ist jetzt hier ein Kabelstecker. Den müsste ich jetzt mit Strom irgendwie kriegen, ne? Kann ich diesen Generator dafür nehmen? Das war ja eine ewige Stromquelle, oder? Den hole ich mir doch mal schnell. Kriege ich den damit auf? Gute Frage, ne? Schauen wir mal gerade.
Der lädt jetzt, sehr gut. Nur wie lange? Ah, geht auf jeden Fall. Ich muss mal an meinen Sauerstoff denken. Gut. Eine Probe. Ah, Gesundheit, Entschuldigung. Danke, ne? So, da sind wir wieder hoch. Bin ich hier eben nicht hochgekommen? Doch, ne? Ja. Okay, das läuft erstmal. Jetzt sind wir wieder an der Basis. Ich würde sagen, müssen wir weiter gucken in der nächsten Folge, was wir dann tun werden. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Forschungsprobe mehr, die wir dann mitnehmen können, aber mal gucken. Großer Drucker, dann Unterkunft bauen. Ich glaube, das war auch eine Aufgabe, die wir hier haben müssen. Ne? Da werden wir mal gucken, dass wir das machen. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.